Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar mit dem Thema Blutdruckentspannungstest. Wie ist es zu diesem Seminar gekommen? Ich habe des Öfteren die Nachfrage bekommen von jemandem, der etwas tun möchte gegen seinen Bluthochdruck. Andere fragen nach, wie sie ihren Blutdruck überhaupt regulieren können. Und da gibt es ja eine vielfältige Zahl, wenn man davon ausgeht, man möchte etwas gegen die Ursache tun. Leider ist es so, dass viele Ärzte heute nicht mehr nach der Ursache forschen, gerade auch für mich unverständlich, weil ja Bluthochdruck fast eine Volkskrankheit geworden ist und weil das zu dem Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehört und weil die Herz-Kreislauf-Erkrankungen Todesfallursache Nummer eins sind, verstehe ich nicht, warum man nicht so, wie ich das noch aus meiner Ausbildung gelernt habe, nach der Ursache des Bluthochdruckes forscht und den dann geeignet therapiert, um den Bluthochdruck zu regulieren, sondern man reicht Verordnungen mit Medikamenten, mit Beta-Blockern hauptsächlich, die ja von der Sache her schon mit Nebenwirkungen verbunden sind. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich möchte heute in dem Bereich Leben ohne Krankheit weiteres Wissen vermitteln, Sie befähigen, eine ganz spezielle Methode auch einzusetzen, die wunderbare Eigenschaften hat. Ich habe das schon angekündigt in meiner Einladung. Die Eigenschaft Nummer eins ist, sie kostet überhaupt kein Geld. Die Eigenschaft Nummer zwei ist, jedermann kann es tun. Die Eigenschaft Nummer drei ist ganz bedeutend, sie ist ohne Nebenwirkungen, ohne unerwünschte Nebenwirkungen. Und so könnte ich das noch fortsetzen, aber ich will nicht vorgreifen. Ich möchte es im Inhalt des heutigen Abends bringen. Ja, ich begrüße noch einmal ganz herzlich, freue mich, dass Sie hier so zahlreich teilnehmen. Begrüße auch diejenigen, die sich aufgrund der Kürze der Terminvermittlung und aufgrund des Termins nicht in die Live-Schaltung hier einbringen konnten und sich registriert haben. Das Registrieren hat ja den Vorteil, dass man dann informiert wird über die Aufzeichnung. Und wenn man sich die Aufzeichnung ansieht, dann kann man immer noch Fragen stellen. Das ist der Vorteil, den wir eben haben. Und den reiche ich Ihnen gerne weiter. Aber Sie müssen sich eben dazu registriert haben. Ja, fangen wir also an. Vielleicht ein bisschen die Spielregeln. Ich möchte Ihnen zunächst etwas erläutern, was um Bluthochdruck aus der Sicht eines klinischen Strahlenphysikers zu sagen ist. Ich bin ja nicht Arzt, kann also auch keine ärztliche Beratung geben. Und danach möchte ich auf konkretes Vorgehen eingehen. Und Sie haben innerhalb des Abends die Möglichkeit, dann auch die Slides, die ich hier verwende mit meiner PowerPoint-Show, die Sie sich ansehen auf dem Bildschirm, während Sie meinen Ausführungen folgen, die können Sie sich auch herunterladen. Das sage ich Ihnen dann Bescheid, wann Sie es tun können. Und zum Schluss, es lohnt sich also bis zum Schluss zu bleiben, bekommen Sie dann auch noch eine Anleitung, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, eine Anleitung, wie Sie selbst vorgehen wollen, wenn Sie das tun. Also, ich starte erst einmal die Slides. Ich hoffe, das gelingt mir hier und denke, das wird schon klappen. Ein wenig noch Geduld. Dann kriegen wir das hin. Jetzt scheint es zu klappen und Sie müssten jetzt auf dem Bildschirm die Folien sehen. Wir fangen natürlich mit der ersten an. Es soll also heute um Blutdruck selbst regulieren gehen. Wie können Sie das tun? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wir betrachten heute das Thema etwas tiefergehend. Ja, was erwartet Sie? Wir wollen sozusagen mit Hochdruck den Bluthochdruck bekämpfen. Wir wollen ausgewählte Ursachen erfahren, Zusammenhänge lernen und auch sehen, welche Gefahren es gibt bei einigen Methoden, beziehungsweise dabei, was passieren kann, wenn wir nicht den Blutdruck regulieren, wenn es ein Hochdruck ist. Wir wollen einige Methoden im Schnelldurchgang erfahren, die ohne Risiken und Gefahren sind. Einige von Ihnen werden diese Methoden schon kennen, entweder über die Literatur, die es gibt, oder auch über meine bestehenden Seminare in Avil Smart in meinem Informationsdienst. Und dann natürlich
Sie sehen es ganz unten. Dann geht es um die Blutdruckentspannungsmethode BET. Auf die haben wir es ja heute besonders abgesehen. Und dort möchte ich Sie so befähigen, dass Sie diese Methode so weit kennenlernen, dass Sie sie auch selbst nutzen. Für Ihren Vorteil, für Ihre Lebensqualität. Das erwartet Sie also. Und wer sitzt jetzt gerade vor Kamera und Mikrofon? Mein Name ist Werner Ulrich. Ich bin klinischer Strahlenphysiker. Meine berufliche Entwicklung habe ich in der Radiologie, in der Nuklearmedizin und der Strahlentherapie genommen. Und Medizingeräteentwickler bin ich, bin Geschäftsführer, bin Buchautor, habe Patente bekommen für meine Methoden und gebe gern das Wissen der Methoden weiter. Ich hätte noch einen Wunsch hier. Bitte lassen Sie die Einträge jetzt im Chat einfach mal ruhen. Wir wollen uns vielleicht auf die Ausführung konzentrieren und da werden wir nicht abgelenkt. Ja, wenn Sie mit mir kommunizieren wollen, was ich natürlich wünsche, dann nutzen Sie die eingeblendete E-Mail-Adresse werner@ulrich-mdc.de. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir jetzt noch nicht im Chat arbeiten und das berücksichtigen können. Ich lasse ihn trotzdem an den Chat, aber bitte warten Sie die Zeit ab, bis meine Ausführungen zu Ende sind. So können Sie sich besser darauf konzentrieren, auch die anderen Zuschauer und Teilnehmer. Ja, für wen jetzt? Was erwartet Sie, habe ich gesagt. Für wen ist es interessant? Und so kann ich eigentlich global sagen, es ist für alle interessant, die ihre Lebensqualität verbessern wollen, beziehungsweise die erhalten wollen. Denn ein nicht regulierter Bluthochdruck hat nicht nur große Gefahren, sondern auch große Einschränkungen der Lebensqualität. Zumindest führt der Bluthochdruck das Risiko dazu in sich. Ja, und für wen ist es noch interessant? Für alle, die sich mit Nebenwirkungen nicht abfinden wollen und sich nicht damit abfinden wollen, dass einfach, wenn ein Bluthochdruck vorliegt, man von der Seite der medizinischen Profis, also von der Seite der Ärzte, den Rezeptblock rausschreibt und dort mit nebenwirkungsbehafteten Medikamenten vorgehen möchte. Für die ist es also auch interessant. Vor allen Ausführungen muss ich natürlich diesen wichtigen Hinweis geben. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, Blutdruck, Bluthochdruck, die Notwendigkeiten, die bestehen, die Pathologien, die aus dem Bluthochdruck entstehen, beziehungsweise die Pathologien, die zum Bluthochdruck führen, das wäre sozusagen der nächste Teil meiner Ausführung. Wir kennen ja den Satz, Blut ist ein besonderer Saft aus Goethes Faust und möchte hier sagen, dass natürlich das Blut eine große Rolle spielt. Das Blut ist eine Flüssigkeit und diese Flüssigkeit führt zu den Zellen hinführend wichtige Nährstoffe, Sauerstoff und das können wir mal sagen, ist das der arterielle Bereich. Und die Venen führen dann das Blut zurück zur Lunge. Dort wird es dann wieder mit Sauerstoff angereichert, unter anderem. Und das ist also eine Ver- und Entsorgung. Ein fantastisches System, was wir haben. Sie werden noch staunen, welche Leistungen das hat. Und wer sich mit dem Blut oder mit dem Blutkreislauf beschäftigt, der sieht natürlich zunächst erst einmal das Herz. Das Herz als Versorgungsinstrument, das Herz als Pumpe, obwohl mir das immer ein bisschen primitiv und zu einfach gesagt ist. Das Herz hat eigentlich viel, viel größere Bedeutung, aber unter anderem pumpt es auch das Blut in unser Kreislaufsystem. Und zwar durch die Blutgefäße, das ist das arterielle und das venöse Blutsystem. Und somit werden die Organe vom Herzen aus auch versorgt mit Nährstoffen, mit Sauerstoff, mit vielen, vielen anderen hier
aus Zeitgründen nicht zu erwähnenden Bestandteile des Blutes, die zum Beispiel zur Bekämpfung von Infekten da sind, die Gifte eliminieren oder neutralisieren und so weiter. Und stellen Sie sich doch einmal vor, jeder von Ihnen, jeder von uns hat ein arterielles System in der Länge von ungefähr 100.000 Kilometern. Und was für ein Druck muss wohl aufgewendet werden? Stellen Sie sich vor, 100.000 Kilometer arteriell allein, das ist 2,5 Mal um den Äquator. Nehmen wir an einen Gartenschlauch und versuchen Sie dort mal eine Pumpe zu konstruieren, die so etwas durchpumpt, dass am Ende nach den 100.000 Kilometern noch etwas herauskommt. Da kommt überhaupt nichts heraus. Wenn die Pumpe auch noch so gewaltig ist, wir haben den Blutfluss durch die 100.000 Kilometer, das verästelte arterielle System, nur weil unsere Blutgefäße besondere Eigenschaften haben. Wir sprechen von einer Windkesselfunktion. Es wird sozusagen wie immer weitergegeben durch die Elastizität, durch ein ganz raffiniertes System kommt dann der Blutfluss, beginnend vom Herzen über die Aorta bis in die feinsten Kapillaren und versorgt dann dort die einzelnen Zellen. Also das muss man mit allem Respekt erst einmal sagen, 100.000 Kilometer. Und ich will auch vorab gleich sagen, wenn wir eine Erkrankung in den Blutgefäßen haben, dann wird es sicherlich nicht ausreichen, die Erkrankung vom Grunde her zu beseitigen, indem wir einfach Maßnahmen ergreifen, die bloß auf wenigen Zentimetern wirken, wie das zum Beispiel bei Stents oder mit Bypässen der Fall ist. Ja, wenn wir hier über den Herz-Kreislauf, das Herz-Kreislauf sprechen dann und über Bluthochdruck und dass es dort eben Abweichungen gibt, die wir pathologisch nennen, nämlich der Blutdruck ist zu hoch, dann können dort viele Gründe vorliegen. Ich möchte einige hier nur nennen. Erst einmal können Herzklappen nicht sich ausreichend öffnen für den Blutdurchfluss. Dadurch muss das Herz stärker drücken, einen höheren Blutdruck aufbauen. Auch können die Herzklappen für den Zustand, wo sie geschlossen sein müssen, nicht komplett schließen. Auch das führt dazu, dass ein höherer Druck vom Herzen aufgebaut werden muss. Des Weiteren, die zu versorgenden, ich sage mal, parenchymatösen Organe, wie zum Beispiel die Niere und das Leber, die also vom Parenchym her durchblutet werden müssen, wenn die einen großen Widerstand bilden, muss das Herz von der Pumpfunktion her einen größeren Druck aufbauen. Des Weiteren die Blutgefäße selbst, wie Sie es hier sehen, die können also einmal starr sein. Das bedeutet, es muss ein höherer Druck aufgebaut werden. Die Gefäßwände können aus verschiedenen Gründen erstarren. Aber wir können auch Verengungen haben, wie es hier eingezeichnet ist. Da muss auch ein höherer Blutdruck aufgebaut werden vom Herzen her und damit das überhaupt zum Fluss bis zu den Kapillaren, bis zu den Zellen gelangen kann. Also die Blutgefäße spielen auch eine ganz große Rolle bezüglich des Blutdrucks. Und wenn ein hoher Blutdruck existiert, muss man also auch nachsehen, wie sieht es aus mit den Blutgefäßen. Und wenn man zum Beispiel immer so sagt, die Blutgefäße sind verkalkt, das wird oft gesagt, oder die Wände sind verhärtet und wir sagen dazu eine Arteriosklerose, haben wir auch einen höheren Flusswiderstand. Das heißt, es fehlt die von mir vorhin so wunderbar oder so bewunderte Funktion der Elastizität und es muss ein höherer Druck aufgebaut werden. Und zum Weiteren ist es so, dass die Flüssigkeit selbst eine hohe Viskosität haben kann. Das heißt, sie fließt eher wie Honig als wie klares Wasser. Und wer schon mal in einem Hotel an dem Frühstücksbuffet war und an einer sogenannten Honigpumpe das gepumpt hat, der sieht, mit welchen Hebeln man dort arbeiten muss und welchen Druck man aufbauen muss, welche Kraft man aufbringen muss, damit man so ein kleines Becherchen Honig voll haben muss. Und Sie können sich alle vorstellen, dass wenn die Viskosität des Bluts zu hoch ist, dass dann der Druck sehr, sehr hoch aufgebaut werden muss. Das waren sozusagen jetzt, sagen wir mal, einige von mir hervorgehobene Umstände, die dazu führen können bei den Organen, bei den Gefäßen, bei den Verbindungen, die sozusagen und beim Blut selbst, die dann zum Bluthochdruck unweigerlich führen, damit der Mensch sich überhaupt über das Blut versorgen kann. Aber es gibt auch noch eine ganz gewaltige Geschichte, nämlich das Gehirn. Das Gehirn, was
bestimmte Frequenzen aussendet, um bestimmte Funktionen auszuführen, das hat einen großen Einfluss auf den Blutdruck. Und wenn ich sage, psychisch bedingter Bluthochdruck, dann ahnen Sie das ja schon, was das bedeutet. Und wenn Sie zum Beispiel sich eine Situation vorstellen können, wo ein Mensch zum Chef gerufen wird und wo wieder eine Arbeitsleistung von ihm verlangt wird, zum Beispiel im Vertrieb eines Vertriebsbüros, und ein Ziel aufgebaut werden, die er nicht erfüllen kann, dann kann man sagen, gibt es eine psychische Belastung und wir sehen sehr, sehr oft in diesen Fällen, dass es einen Bluthochdruck gibt. Aber das ist nur ein Beispiel. Es gibt auch viele andere Dinge, wo psychische Belastungen vorliegen und psychische Ursachen einen Bluthochdruck erzeugen. Und dieser ist genauso, wie man sagen, bedeutend, genauso gefährlich wie der durch das Blut, durch die Gefäße, durch das Herz selbst und die anderen Organe erzeugte Bluthochdruck. Wir werden noch näher darauf eingehen, wie bedeutend es ist, dass das Gehirn, über die Gehirnfunktion, über Emotionen, über Intelligenz und Emotionen, also auch über die Psyche, Bluthochdruck entsteht und dass das ein Weg ist, dem Bluthochdruck auch zu begegnen. Was gibt es für bekannte Methoden, die ich hier jetzt mal aufführen möchte? Es gibt bestimmt noch weitere, die Methoden und ich habe hier nur mal die aufgeführt zur Regulierung des Bluthochdrucks, die ohne Gefahren sind, ohne Risiken und ohne Einschränkungen, der Lebensumstände und führen, wenn sie erfolgreich sind, für die Regulation des Bluthochdrucks zur Verbesserung der Lebensqualität. Ich habe hier einfach mal 7 Punkte aufgeschrieben. Da ist erstens die Lebensweise, wie ernähre ich mich, bewege ich mich, in welchem Maße, habe ich zu viel Bewegung, zu wenig Bewegung, wie atme ich, was habe ich für Entspannungstechniken und wie gehe ich mit meiner Umwelt um. Wie gehe ich mit meinen Nächsten um? Lebe ich in Harmonie? Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, das sind sozusagen Vitamine und Mineralien, die ich zum Beispiel als Nahrungsergänzung zuführen kann. Über diesen Punkt habe ich in meinem umfassenden Kurs vor kurzem erst im 23-teiligen Kurs Vitamin C hochdosiert Superheilmittel bereits gesprochen. Und diejenigen, die Mitglied im Informationsdienst, AG Smart sind, kennen das. Dort bin ich auch darauf eingegangen, welche Wirkungen hochdosiert, zum Beispiel Vitamin C hat, aber auch andere Vitamine wirken sich aus darauf. Und ich habe auch in einem vor Jahren schon durchgeführten Kurs, Zellularmedizin hieß der, darauf hingewiesen, ganz deutlich und ganz vermittelnd, wie wir mit Vitaminen vorgehen können gegen den Bluthochdruck. Einmal zur Vermeidung, andererseits aber auch zur Beseitigung des Bluthochdrucks. Dann gibt es die Entgiftung, denn auch wir nehmen sehr, sehr viel Gifte, Schadstoffe auf und da wäre der Einsatz von Naturzellit interessant. Der vierte Punkt, das ist Agilflow, auf den ich nachher noch eingehen werde. Der fünfte ist Agilcare und ich begrüße ganz besonders viele Gäste heute, Teilnehmer an diesem Webinar, die aus dem Bereich Agilcare kommen, die also Anwenderinnen oder Anwender des Agilcare sind. Dort will ich darauf eingehen. Ein Punkt, Stickmonoxidstimulation, also ich habe den hier im sechsten Punkt geschrieben. Was hat der zu bedeuten für Bluthochdruckregulation? Und letztens dann Agilphonie. Das sind die bekannten Methoden. Ja, Lebensweise, Ernährung, Bewegung, Atmung, wie gehen wir dort um? Ist also so, dass wir möglichst, wenn wir zum Beispiel die Möglichkeit haben, in unseren Arbeitsprozess Pausen einzulegen, dass wir dort vielleicht so Größenordnung alle 90 Minuten, 10 Minuten Pause einlegen können. Dann, wie ernähren wir uns? Wir ernähren uns so, dass es eben nicht zu Gefäßveränderungen kommt. Wir ernähren uns nicht mit Übersättigung, sondern ernähren uns so, dass es eben unserem Verbrauch auch entspricht. Dass es uns gut schmeckt, das ist wichtig. Wir ernähren uns, sagen wir mal, ausgewogen gesagt. Bei der Bewegung muss ich sagen, ist die Bewegung selbst wichtig, nicht aber
hohe Aktivitäten und vielleicht spontane Aktivitäten, sondern tägliche Bewegungen. Das könnte man einbauen in die Pausen, von denen ich vorhin gerade gesprochen habe, in die, von den, im Arbeitsprozess. Bei Bewegung könnte man angenehmes Gehen sehen, Waldwanderungen, vielleicht auch ganz langsames Laufen. Aber wir wissen auch, dass zum Beispiel die Benutzung des Trampolins sehr, sehr gute Eigenschaften hat, uns gesund zu erhalten. Und dazu gehört auch, das Herz-Kreislauf-System gut zu erhalten und zu regulieren, weil wir nämlich dort auf Zellebene, wenn wir das betrachten, sowohl beim lockeren Laufen, wenn wir das mal joggen, als auch bei einem Trampolin, Bewegung, wir dort rhythmisch Zeiten haben, wenn es auch kurze Zeiten sind, wo wir im freien Fall sind. Und das gefällt den Zellen sehr gut. Und das bedeutet, und Präventologen haben das herausbekommen, dass man dann sehr gesund lange alt werden kann, wenn man sich auch an die Bewegung hält und nicht unbedingt Spitzenleistung im Sport vollbringt. Bei der Atmung, da kommen wir nachher noch darauf, ganz speziell. Und natürlich Relaxation, das heißt, Entspannungen sind wichtig, der gesunde Schlaf ist wichtig. Und wenn wir ja wissen, dass das Gehirn ein großer Abnehmer von Sauerstoff ist und von Nährstoffen, wissen wir, dass das Gehirn ganz stark mit Blut versorgt werden muss. Die Nährstoffe und Sauerstoff müssen zum Gehirn, zu den Zellen kommen. Und wenn wir dort eine Störung haben, dann werden die Störungen oder die Abprodukte oder Schadstoffe vom Hirn aus und das Wissen, die Medizinwissenschaftler noch gar nicht so sehr lange, dann gibt es auch ein Lymphsystem im Hirn. Und über die Abfluss, über den Abfluss der Lymphe auch vom Hirn geschieht eine Entspannung, eine Relaxation. Das Interessante ist, dass diese Lymphe immer dann funktionieren, wenn wir schlafen. Also sollten wir einen gesunden Schlaf haben, ausreichend Schlaf haben. Das also zum ersten Punkt, wo wir sagen, bekannte Methoden zum Blutdruck, Bluthochdruck, um ihn zu regulieren. Vitamine und Mineralien. Da gibt es ein großes Vorbild, Linus Pauling, zweimaliger Nobelpreisträger. Er hat gezeigt, durch eigenes Leben, aber durch viele, viele Forschungsaufgaben, viele Veröffentlichungen, und ich gehöre auch zum Leser seines Buchs, der Vitamin C-Fibel, und dort können wir gut nachlesen, dass Vitamine, nicht nur Vitamin C, aber hauptsächlich Vitamin C und hochdosiert, und einige Mineralien, je nach Individuum abgeglichen, dazu führen, dass man vom Bluthochdruck wegkommt, aber auch, wenn man früh genug beginnt, den Bluthochdruck vermeidet. Und ich denke, dass ich selbst persönlich und meine Familie da auch auf gutem Weg ist, weil wir schon viele Jahre hochdosiert Vitamin C oral und als Infusion zu uns nehmen und uns auch gut und ausgeglichen, je nach unserem Bedarf, mit Mineralien versorgen. Und es zeigt sich darin, dass wir eben auch, obwohl im fortgeschrittenen Alter, noch keinen Bluthochdruck zu erleiden haben. Ja, Entgiftung. Wir leben auf einem Planeten, der sage und schreibe jeden Tag pro Kopf im Durchschnitt 2 Kilogramm Schadstoffe und Gifte emittiert. Und die kommen auch dort an, wenn sie sich eine, was weiß ich, eine Insel, eine Nische in der Natur suchen. Auch dort kommen Teile dieser Gifte und Schadstoffe an, die belasten uns. Und die belasten uns zunächst erst einmal unmerklich, aber dann letzten Endes geht es weiter und dann kommt man zu den chronischen Krankheiten und eine der chronischen Erkrankungen ist Hypertonie, Bluthochdruck. Wir können uns also dieser Vergiftung, dieser schleichenden Vergiftung, wenn wir es ganz genau sehen, nicht entziehen. Demzufolge steht auf dem Programm Entgiftung. Und dazu leistet zum Beispiel Naturzeolith einen großen Beitrag. Und ich habe das hier mal eingeblendet. Ein Zeolith bester Qualität sorgt auch dafür, dass Sie einen regulierten Blutdruck haben. Es gibt dazu genügend Literatur. Frau Dr. Tripnik hat ein sehr gutes Buch dazu veröffentlicht. Und da kann man sehen, was sie als Ärztin in Jahrzehnten erlebt hat, unter anderem auch bezüglich des Bluthochdrucks. Und auch Professor Hecht hat dazu sich wissenschaftlich geäußert und in einer Form, die verständlich ist. Es gibt mehrere Bücher von ihm. Soweit also zur Vergiftung. Dann haben wir darüber gesprochen, dass
die Viskosität des Blutes eine wichtige Rolle bedeutet. Und die Viskosität des Blutes steigt zum Beispiel auch an durch Stress, durch Belastung, durch Gifte, durch unsere vielleicht zu anstrengende Lebensweise, zu hektische Lebensweise. Und die Viskosität steigt so an, steigert sich, dass eben ein hoher Druck aufgewendet werden muss, um diese, ich sage mal, zähe Flüssigkeit, also Blut mit hoher Viskosität, durch die Arterien zu pumpen. Das ist deshalb so, weil durch die Belastungen die Erythrozyten, das sind die größten Zellen in unserem Blut, weil die zusammenkleben, sie bilden Geldrollensyndrome, sie bilden Anhäufungen und damit ist schon vorgegeben, dass das Blut ganz, ganz schwer durch Verengungen kommt und erst recht große Schwierigkeiten hat, auch bei hohem Blutdruck in die Kapillaren, durch die Kapillaren schließlich zu den Zellen zu kommen. Unser Gegenmittel ist Agilflow. Einige von Ihnen benutzen das schon. Und hier haben wir eine Technik, das mit einer Laserbestrahlung, und das Gerät sieht aus, wie Sie es hier sehen, wie eine Uhr. Da gibt es eine Laserbestrahlung durch die Haut. Das wird rotes Laserlicht ist das. Und dann kann man schon nach wenigen Minuten sehen, dass im ganzen Körper die Viskosität des Blutes herabgesenkt ist. Blutfette werden auch noch reguliert und das Cholesterin. Aber das Entscheidende ist, die Viskosität wird reguliert. Und das mit so einer einfachen, völlig gefahrlosen Methode, Agilflow. Hier sehen Sie im Bild die Anwendung und Sie können sich vorstellen, dass so wie das Gerät aussieht, wie eine etwas größere Armbanduhr, dass es ohne Einschränkung des Tagesablaufs zweimal am Tag jeweils 30 Minuten einsetzen, 30 Minuten am Morgen, 30 Minuten am Abend und dann packen Sie zumindest die Ursache Viskosität des Blutes, wenn das die Ursache für den Bluthochdruck sein sollte. Ja, dann, und das wissen alle, die hier zugeschaltet sind, die AgilCare-Anwender sind. Wir haben auch im AgilCare eine oder mehrere Anwendungen gegen den Bluthochdruck. Und zwar ausgehend davon, dass jede Erkrankung, aber auch jede Erkrankung mit einer parasitären Belastung zusammenhängt. Auf Zellebene ist es leicht zu erklären. Ich will das hier nicht noch einmal tun, aber auf Zellebene ist es leicht zu erklären. Und zum Glück haben wir mit AgilCare eine Methode, um quasi wie eine Körperpflege diese Parasiten zu dezimieren und eliminieren. Und damit hat über die Neubildung von Zellen dann in einem besseren Milieu der Körper die Möglichkeit, die jeweilige Erkrankung, die zum Bluthochdruck geführt hat, auch richtig zu heilen. Ich möchte bloß da nennen den Bluthochdruck insgesamt. Ich möchte nennen auch die Arteriosklerose, die wir hier über diesen Weg der Frequenzanwendung mit dem Namen AgilCare zumindest angeboten haben. Ja, und dann gab es etwas Wunderbares für mich, muss ich sagen, Wunderbares. Und als ich das damals vor Jahren erfuhr, ganz erstaunlich, dass ich nämlich erfahre, es gibt ein Molekül des Lebens. Und dieses Molekül des Lebens ist nicht etwa Sauerstoff, sondern es ist Stickmonoxid, hier dargestellt als NO. Und wenn nämlich wir vielleicht einige Minuten keinen Sauerstoff bekommen, dann könnten wir das überleben unter guten Bedingungen. Wenn wir jedoch nur wenige Sekunden, 3, 4 Sekunden, kein NO mehr im Körper erzeugen bzw. zur Verfügung haben, dann ist der sichere Tod da. Also spielt das NO eine ganz wichtige Funktion. Unter anderem dazu, dass die Gefäßwände elastisch bleiben und auch viele, viele andere Funktionen im Bereich des Hirns, neurologische Funktionen sind wichtig. Ich möchte das hier nur sagen, dass wir auch viele Möglichkeiten haben, durch Nahrungsergänzung die NO-Stimulation zu verbessern und das ist zum Beispiel ein Weg, um die Ursachen, nämlich den Bluthochdruck, zu senken, auch dafür zu sorgen, dass es nicht einen Reinfarkt, also einen wiederholten Herzinfarkt gibt, dafür zu sorgen, dass es nicht einen Schlaganfall gibt. Das ist also mit NO-Stimulation zu tun. Wir können das also mit bestimmten Nahrungsergänzungen tun, die natürlich auch überhaupt keine Gefahren mit sich führen. Wir können die Nahrungsergänzung aber auch einsetzen, um L-Arginin, das heißt, das ist die wichtige Aminosäure, die wir brauchen, um NO zu stimulieren und über lange Zeiträume ausreichend im Körper zur Verfügung zu halten,
Und es gibt Berichte, dass man eben mit der NO-Stimulation, über welchen Weg auch immer, sehr, sehr gut biologisch sich verjüngen kann. Also, sechster Punkt, NO-Stimulation wäre ein wichtiger und gefahrloser Weg, um Bluthochdruck zu regulieren bzw. den Bluthochdruck zu vermeiden. Schließlich kommen wir zu einer Anwendung, die mit der Hirnfunktion zusammenhängt, die Agilphonie. Agilphonie ist eine Entspannungsmethode. Ich bin jetzt hier nicht in der Lage, das komplett darzustellen, aber mindestens so viel, damit Sie eine Vorstellung haben. Agilphonie ist der Prozess, dass man von einem EEG, also von den Hirnströmen, eine Ableitung durchführt, diese elektronisch mir übergibt und ich dann auf einer schon lange bekannten Methode aufbauend eine Software einsetze, die aus diesen EEG-Wellen, aus diesen, wenn sie auf dem Papier sind, Kurven, wenn sie so elektronisch vorliegen, also aus den elektronischen Daten, Töne erzeuge, die man sich dreimal am Tag anhört. Das kann man nebenbei machen, das kann man über Kopfhörer machen, wie man es hier bei der Dame sieht, die ganz entspannt da ist. Das kann man auch während des Autofahrens sich anhören, das kann man auch während des Wäschebügelns oder sonst was bearbeiten anhören, man muss sich nicht einmal dabei konzentrieren. Diese Methode, und ich habe Erfahrung mit dieser Methode seit jetzt mittlerweile 20 Jahren, diese Methode ist sehr gut geeignet. Sie ist eine typische, sehr, sehr effektive und hilfreiche Entspannungsmethode. Und daran erkennen Sie schon, dass auch eine Entspannung dazu führen kann, Bluthochdruck zu vermeiden bzw. psychosomatisch bedingten Bluthochdruck zu regulieren. Ja, das waren also die 7 Punkte, die ich ganz kurz hier noch erwähnen wollte. Ich habe sie als bekannte Methoden hier bezeichnet, weil ich im Rahmen von AgilSmart auf diese schon zumindest einmal eingegangen bin. Ja, weitgehend unbekannt ist die Methode BET. Und was steht hinter BET? Blutdruckentspannungstest ist das. Und dieser Blutdruckentspannungstest ist entwickelt worden von Professor Dr. Karl Hecht, eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit als Arzt oder aber auch als Wissenschaftler. Und vor mehr als 40 Jahren hat er diese Methode entwickelt, hat auch wissenschaftlich auf dem Gebiet gearbeitet und diese Methode hat er sehr, sehr häufig praktisch für seine Patienten eingesetzt. Diese Methode, die zunächst erstmal dieses Wort Blutdruckentspannungstest hat, gilt als Diagnose und auch als Therapie. Diagnose, zum Beispiel die Frage, habe ich denn wirklich einen hohen Blutdruck? Wenn ich als potenzieller Patient oder wenn jemand zum Arzt geht und der Blutdruck wird gemessen, dann hat er natürlich hohe Werte. Aber ist es ein pathologisch hoher Blutdruck? Das ist die Frage. Und wir wissen auch aus den Arbeiten von Professor Hecht und vielen, vielen anderen, dass wir zurzeit noch ungefähr 1,9 Millionen Menschen Blutdruck senkende Mittel geben und dort gibt es gar keinen Grund. Die haben irgendwann mal einen hohen Blutdruck angezeigt und wir geben den Blutdruck senkende Mittel. Das ist nicht nur Verschwendung von Ressourcen, sondern es ist auch Gefährdung von Lebensqualität, weil diese Blutdruck senkenden Mittel ja Nebenwirkungen haben bzw. haben können. Somit können wir also mit der Methode auch herausbekommen, gehört dieser Mensch zu denjenigen, die unberechtigt als Hypertoniker bzw. mit einem hohen Blutdruck in Verbindung gebracht werden und man gibt ihnen unberechtigt Medikamente und gefährdet deren Gesundheit. Ganz im Gegenteil zu dem, was man eigentlich will. Ja, das, was ich dazu gelernt habe, habe ich hauptsächlich aus diesem Buch Professor Karl Hecht und Dr. Hans-Peter Scherf. Sie haben dieses Buch geschrieben, Richtiger Umgang mit niedrigem und hohem Blutdruck. Der niedrige Blutdruck, der ist ja nicht ganz so wichtig, weil er nicht so häufig ist. Aber man soll das auch nicht unterschätzen. Und ich will hier gleich sagen, dass die Methode Blutdruckentspannungstest sowohl gut geeignet ist, den zu niedrigen Blutdruck zu regulieren, zu einem normalen Blutdruck, also zum Anstieg, aber auch den viel häufiger vorkommenden Bluthochdruck zu regulieren, also zum normalen Blutdruck hin abzusenken. Und ich habe es vorhin schon gesagt, aber auch die unberechtigt als Bluthochdruckpatienten eingeschätzten Menschen zu erkennen und denen das Leben zu erleichtern. Ja, Blutdruckentspannungstest
Er funktioniert über die intelligente Steuerung der Emotionen. Und ich finde das wunderbar, diesen Ausdruck. Wir können also sagen, wir sprechen ab jetzt über intelligente Emotionen oder über emotionale Intelligenz. Auf jeden Fall können wir das intelligent und bewusst steuern. Was haben wir jetzt hierzu zu sagen? Wir müssen erstmal auf die Hirn-Herz-Wechselbeziehung eingehen. Wie reflektiert das auf den Blutdruck und was gibt es für Änderungen im Hirn, die den Blutdruck schwanken lassen? Es gibt also zwischen Hirn und Herz enge Wechselbeziehungen, das ist ganz klar. Sie können sich vorstellen, dass das Herz regelmäßig pumpt. Das kommt von autonomen Zentren, vom Hirn. Und wie das Herz zum Beispiel auch auf wechselnde Frequenzen eingeht, wenn wir belastet sind, beziehungsweise aber auch zu bestimmten Herzrhythmusstörungen, das hängt immer mit der Hirnfunktion auch zusammen. Und wenn wir dort eine Wechselbeziehung haben, dann reflektiert das natürlich auch auf den Blutdruck, wenn wir zum Beispiel eben zum Beispiel eine körperliche Belastung haben, die wird im Hirn registriert, dann wird der Blutdruck erhöht, um eben die Peripherie besser, nicht nur der Puls wird erhöht, sondern auch der Blutdruck, um die Peripherie, die Zellen besser mit Sauerstoff, Nährstoffen zu versorgen. Und die Änderungen im Hirn lassen sozusagen den Blutdruck schwanken. Wir haben einen Einfluss vom Hirn auf das Herz. Und wenn wir den Blutdruck regulieren wollen und dazu den Blutdruckentspannungstest einsetzen, dann ist das, Sie werden erst einmal staunen, eine sehr, sehr einfache Dinge, sehr, sehr einfache Sache, die Sie sofort verstehen. Und sie besteht im Prinzip aus diesen drei Punkten. Wir müssen richtig atmen. Das heißt, wir haben eine Zweitaktatmung. Wir atmen also lange aus und atmen dann wieder ein. Wir atmen nicht so lange ein, wie wir ausatmen. Und je langsamer wir das tun, desto besser ist das. Ganz wichtig ist es, dass wir uns dort nur auf diese Atmung konzentrieren. Das können wir lernen. Das erkläre ich jetzt, glaube ich, gleich. Und wenn wir sozusagen ein Optimum erreicht haben, dann sind die Körperprozesse mit dem Atemrhythmus in Verbindung. Es gibt sozusagen ein Schwingen zwischen dieser Atmung, auf die wir uns konzentrieren, der Ruhe, die beim Atmen, wenn wir uns nur auf das Atmen konzentrieren, tritt eine Ruhe ein, eine Wärme und eine Ausgeglichenheit. Und wenn wir das wahrnehmen, dann funktioniert das, dann haben wir die Körperprozesse im Griff, unter anderem auch den Blutdruck, unter anderem auch den Bluthochdruck. Und am Ende werden Sie lernen, werden Sie in meinen Ausführungen, also meinen Ausführungen erfahren, dass es dort nicht nur um den Blutdruck geht, sondern wenn wir das im Griff haben, wenn wir diesen Blutdruckentspannungstest entsprechend beherrschen, dann, wenn wir die Vorgänge verstanden haben und sie ausnutzen, nämlich intelligent und emotional, dann haben wir die Chance, auch andere Erkrankungen zu beseitigen. Und deshalb stand in meiner Einladung auch, und gehen andere Krankheiten weg. Und das sind als Beispiel zu nennen Bronchitis und Arthrose. Das sind also beides Erkrankungen, die würden Sie erst einmal gar nicht mit dem Blutdruck in Verbindung ziehen. Und diese Erkrankung können wir beseitigen mit dem Blutdruckentspannungstest, übrigens auch, wenn wir keinen Bluthochdruck haben. So, und als Atmung wird drittens das meditative Atmen empfohlen. Sie werden das gleich noch genauer kennenlernen. Wenn es das also gelingt, langsam zu atmen und uns nur auf das Atmen zu konzentrieren, auf nichts anderes. Die Gedanken sollen möglichst nicht weggehen und es ist eine Konzentration. Hier möchte ich auch mal einfügen, Konzentration ist für uns mit zunehmendem Alter ein großes Problem. Bei vielen schon in der Kindheit ein großes Problem, aber bei den Erwachsenen auch. Und viele Erwachsene verwechseln das dann später und meinen, sie sind vergesslich. Aber sie sind nicht vergesslich, sondern sie können sich nur nicht gut konzentrieren. Und die gute Nachricht ist, dass man das Konzentrieren wieder lernen kann. Und dazu dient auch diese Blutdruckentspannungstestmethode. Paracelsus hat gesagt, wenn dann der Funken unserer Selbstheilungskräfte übergeht, dann haben wir sozusagen gewonnen. Wenn wir also mit der inneren Konzentration, das heißt mit einer nach innen Kehrung durch dieses meditative, rhythmische Atmen, bewusst werden wir wahrnehmen, dass wir mental gesteuertes Atmen haben. Wir sind also mental gesteuert und nutzen das. Wie läuft das in der Praxis ab? Und hier vielleicht, ehe ich das nächste Dia zeige, nächste Folie zeige,
möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es ja viele, viele Techniken gibt, die wir einsetzen für unser Wohlbefinden, für unsere gute Lebensqualität. Aber heilen, von Krankheiten heilen, das können wir immer nur selbst. Wir können gute Bedingungen schaffen, aber nur der Körper kann sich selbst heilen. Niemals kann ein fremder Mensch oder irgendein Mittel oder Medikament oder ein Gerät sie heilen. Es sind immer nur sie selbst. Und hier ist es auch deutlich zu sehen, dass wir eben mit unserer Emotion, mit unserer Intelligenz uns dann letztendlich heilen können, wenn es um den Bluthochdruck geht, aber auch wenn es um andere Erkrankungen geht. Ja, wie ist die Situation? Wie läuft das Ganze ab? Der Patient oder die Patientin liegt, so halb liegend, würde ich mal sagen. Ich möchte das mal beschreiben, wie Sie es hier auf dem nicht ganz so gut geglückten Foto sehen, wie in einem Fernsehsessel. Die Arme liegen bequem auf und zunächst genießt er erst einmal 5 Minuten absolute Ruhe. Das können auch 10 Minuten sein. Er ist schon verbunden mit der Blutdruckmanschette und Sie sehen im Bild auch so ein kleines Blutdruckmessgerät, wie Sie es vielleicht auch zu Hause haben. Nach den 5 Minuten, das ist sozusagen zur körperlichen Entspannung, zur Relaxation gedacht. Dann beginnt die Person bei geschlossenen Augen sich auf die Atmung zu konzentrieren. Alle Dinge des täglichen Lebens, alle Dinge der persönlichen Auseinandersetzung mit Ehepartner, mit anderen Menschen, mit Chefs, muss man vergessen, muss sich konzentrieren nur auf die Atmung. Deshalb sind die Augen geschlossen, deshalb liegt man ganz ruhig da und ich denke, dass man so ungefähr für die Erreichung dieser vollen Konzentration, sozusagen zur Inneneinkehr, vielleicht so noch einmal 10 Minuten braucht. Und wenn man das sozusagen hat, dann startet eine zweite Person die Blutdruckmessung. Es gibt keine Kommunikation zwischen der zweiten Person und der Person, die gerade den Blutdruckentspannungstest durchführt. Und dann werden sozusagen nacheinander, wenn man so will, jede Minute die Blutdruckwerte aufgezeichnet. Also ich will es nochmal beschreiben. Entspannte Lage, physisch, körperlich zur Ruhe zu kommen, dann beginnen mit geschlossenen Augen, sich auf die Atmung zu konzentrieren. Diese Atmung, die wird noch besser, wenn wir uns dort ein Mantra vorstellen. Natürlich nicht sprechen, sondern es einfach vorstellen. Und da könnte zum Beispiel das Wort Liebe sein und auf die beiden Silben Liebe einatmen und ausatmen, entsprechend langsam und langgezogen. Oder das Mantra könnte auch sein Friede. Und es ist nur wichtig, das haben wir festgestellt und ich konnte es auch sehr gut nachlesen in Professor Hechts Veröffentlichung, dass wir bei dem ersten Mantra bleiben. Und Sie können ja davon ausgehen, dass man diesen Prozess, bis man ihn richtig kann, das mehrfach trainieren muss. Ich habe großes Glück gehabt. Mit dem dritten Mal habe ich das schon gut gekonnt. Und letztens habe ich von einer 80-jährigen Dame gehört, die an Bluthochdruck leidet, Bluthochdruck nachzuweisen hatte, dass sie das sogar beim ersten Mal gleich konnte, sich so gut zu konzentrieren und nur atmen. Wir bestehen quasi nur aus Atmen. Und diese 10 Werte werden dann sozusagen durch Tastendruck auf dem Blutdruckmessgerät durch die zweite Person ermittelt. Es gibt Geräte, die sich sozusagen selbst die Werte speichern. Man könnte die Werte aber auch aufschreiben. Und hier sehen Sie mal eine Folge dieser ersten bis zehnten Minute. Und zwar die erste Minute ist die erste Messung, die mit Eintreten dieser sehr schönen Mantra begleiteten Beruhigung und Konzentration eintritt. Und da sehen Sie hier den systolischen Blutdruck in Millimeter Quecksilbersäule und in der dritten Spalte den diastolischen Blutdruck, also den niedrigeren und letzten Endes auch der Puls. Das registrieren die Geräte oder eben die zweite Person mit einem Stift, kann sie das in eine solche Tabelle eintragen. Sie bekommen eine solche Tabelle für Ihre Benutzung dann auch zum Download noch heute bei diesem Webinar. Ja, und wenn man das aufträgt, wir haben mal hier aufgetragen den systolischen Blutdruck im Verlauf dieser 10 Minuten und den diastolischen Blutdruck im Verlauf. Und wenn das so aussieht, dass wir also von einem überhöhten Blutdruck
zum wirklich sehr gut stabilen, normalen Blutdruck kommen, das ist der Beweis, dass diejenige Person es ganz hervorragend geschafft hat, durch emotionale Intelligenz, durch Konzentration, durch dieses rhythmische Atmen, durch dieses langsame Atmen, und ich möchte nochmal das schöne Wort sagen, durch den Einsatz emotionaler Intelligenz den Blutdruck zu steuern, vom hohen Blutdruck zum normalen Blutdruck hin. Das ist also eine von mir erzeugte Kurve, die ich nach wenigen Trainings erreichen konnte. Ja, und da gibt es verschiedene Formen, womit, mit denen wir anhand der Kurve, wenn wir das also auftragen, was in dieser Tabelle, ich gehe noch einmal zurück, wir reden also jetzt vom grafischen Auftragen dieser Tabelle, immer in Realität. Grafisches Auftragen heißt so eine Kurve. Und dann sehen wir hier einmal vier typische Beispiele. Zum Beispiel bei einer sehr guten Entspannung hier links oben in der Bezeichnung A, sehr gute Entspannung, sehen Sie, wie sehr gut die Kurve abfällt. Und das ist mal nur der systolische Blutdruck hier aufgezeichnet. Bei B haben wir Entspannung, das heißt, es geht noch mal ein bisschen hoch. Das wäre Entspannung, nicht sehr gut, aber Entspannung. Und keine wesentliche Entspannung sehen Sie bei so einer zittrigen Hin und Her der systolischen Blutdruckwerte, die erst einmal von einem höheren Wert abfallen, dann wieder ansteigen, wieder ansteigen und dann am Ende wieder abfallen. Das wäre sozusagen keine wesentliche Entspannung. Dort würden wir noch nicht von Erfolg sprechen können. Und keine Entspannung sehen wir hier, wo das sogar im Trend noch ansteigt zwischenzeitlich, der systolische Blutdruck nach. So können Sie, sagen wir mal, das einschätzen. Und Sie bekommen ja von mir auch nachher zum Download die Folien, dann können Sie sich noch einmal mit diesen Kurven beschäftigen und können Sie dann mit der vielleicht durch Sie selbst erzeugten Kurve vergleichen, um zu sehen, habe ich schon die entsprechende Qualität der Konzentration, also des sehr nützlichen Einsatzes emotionaler Intelligenz erreicht, oder muss ich das noch etwas mehr trainieren? Wenn wir das also haben, können wir, wenn wir das verstanden haben, können wir also sagen, als Fazit zu dieser Methode Blutdruckentspannungstest, es ist eine Möglichkeit zur Diagnostik und Therapie. Es ist von jedermann erlernbar. Glauben Sie mir, von jedermann ist das erlernbar. Wir können damit Gefahren vermeiden, Gefahren zu Folgeerkrankungen, zu Nebenwirkungen, Gefahren, die zum Beispiel mit Medikamenten einhergehen. Beziehungsweise wir können Gefahren vermeiden, die aus der Nichttherapie von Bluthochdruck, also Nichtbehandlung von Bluthochdruck entstehen können. Es spart Kosten. Stellen Sie sich vor, das kostet ja wirklich nichts. Und es wirkt sich außerhalb des Blutdrucks, also außerhalb des Blutdrucks, auf den ganzen Körper aus. Ich hatte genannt, was ich in den Arbeiten von Professor Hechts Doktoranden gelesen habe. Man hat das dort wissenschaftlich untersucht, dass eben auch, wenn jemand das beherrscht, sich voll zu konzentrieren, seine emotionale Intelligenz voll einzusetzen, dass dann Bronchitis, Arthrose, Arthritis und andere Erkrankungen, die unser Leben und unsere Lebensqualität erschweren, verschlechtern, dass wir das sozusagen damit auch in den Griff bekommen. Und ich finde es eine fantastische Möglichkeit, und dieses Fazit, das ich hier dargestellt habe, ist auch eine gute Möglichkeit, Ihnen aufzuzeigen, wie Sie ohne große Aufwendungen, natürlich ohne Gefahren und Risiken, Ihre Lebensqualität verbessern können. Wir sind ja, wie ich gesagt habe, schon in dem Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist der Bereich, der leider immer noch Todesfallursache Nummer 1 ist. Und wir würden mit Regulierung des Blutdrucks, wenn es Bluthochdruck ist, wenn es zu niedriger Blutdruck ist, dort einen wichtigen Beitrag leisten für unsere Perspektive zu Leben ohne Krankheit. So, und jetzt hätte ich für Sie zwei Download-Möglichkeiten. Einmal biete ich Ihnen an, im Download die Schritt-für-Schritt-Anweisung zum Blutdruckentspannungstest, wo das also nochmal steht, wie man vorgehen kann. Ich biete das jetzt an zum Download. Ab jetzt können Sie rechts, da gibt es so ein Symbol, das ist so ein DIN A4-Blatt dargestellt mit einer rechts oben abgeknickten Ecke. Dort können Sie sozusagen das herunterladen. Dieses ist ein PDF,
besteht aus der kurzen Schritt-für-Schritt-Anweisung, wie Sie vorgehen können, und dann im Anschluss ein Beispiel eines leeren Formulars. Das können Sie sich ja vielleicht kopieren, mehrfach ausdrucken, um Ihre Werte dann jeweils dort einzutragen. Das ist also die Schritt-für-Schritt-Anweisung. Ich lasse jetzt noch ein paar Sekunden Ihnen die Möglichkeit, das herunterzuladen. Das kann natürlich auch, wenn Sie sich die Aufzeichnung ansehen, von Ihnen heruntergeladen werden. Und jetzt im Anschluss, nach wenigen Sekunden, die Sie noch haben für die Schritt-für-Schritt-Anweisung, haben Sie die Möglichkeit, diese Slides, das heißt diese Folien, für sich als PDF herunterzuladen. Das mache ich jetzt einmal. Ich stoppe jetzt also den Download für die Schritt-für-Schritt-Anweisung und starte den Download für diesen, nennen wir ihn mal, Vortrag. Da bekommen Sie ab jetzt, haben Sie die Möglichkeit im Download, wenn Sie das möchten, die Folien herunterzuladen als PDF. Dann können Sie dann noch einmal nachschlagen. Und wie gesagt, auch dieser Download ist auch möglich, wenn Sie jetzt Teilnehmer der Aufzeichnung sind und nicht nur live teilnehmen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich sehe ja, Sie sind immer noch mit dabei und denke, dass ich doch einiges Ihnen Wichtiges sagen konnte und hier heute ganz deutlich für mich praktische Hinweise, die man umsetzen kann, wo ich meine, das kann jeder umsetzen. So, nun habe ich Gelegenheit, in den Chat zu sehen und sehe die Begrüßung, einen wunderschönen guten Abend an alle, die sich hier eingewählt haben und die die Grüße weitergegeben haben. Vielen, vielen Dank an Sie alle. Und ich hoffe, dass ich Ihnen hier, wie gesagt, etwas Hilfreiches mitgeben konnte, hilfreiche Informationen für bessere Lebensqualität. Und hier lese ich eine Frage: Wird eine Mitschrift erstellt oder macht es Sinn, mitzuschreiben? Das kommt natürlich jetzt spät von mir, die Antwort, weil ich eben jetzt aus dem Chat lese. Aber ich denke, dass Sie mit den Folien, die Sie als PDF jetzt immer noch herunterladen können, da eine gute Mitschrift haben. Und selbstverständlich hatte ich ja zu Beginn auch meine E-Mail-Adresse mitgegeben. Da können Sie spezielle Fragen mir dann auch noch per E-Mail zusenden. Ja, eine Aufzeichnung gibt es auch für alle die, die sich registriert haben. Die bekommen die Aufzeichnung auch zugesandt. Und es gibt, Christiane sagt, immer durch die Nase ein- und ausatmen oder durch den Mund ausatmen. Also Sie könnten das beides machen. Das ist, so habe ich das von Professor Hecht erfahren. Ich bin ein typischer Nasenatmer. Andere atmen durch den Mund, da funktioniert das auch. Wichtig ist, dass der Atemzyklus lang gezogen ist, dass er rhythmisch ist und dass man etwas länger ausatmet als einatmet. Das scheint wohl das Wesentliche zu sein. Selbstverständlich ganz oben drüber steht die volle Konzentration auf das Atmen. Wie oft macht man das und wie lange? Fragt Chris. Also die Frage ist klar, wenn Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisung sehen, beziehungsweise auf dem einen Slide habe ich das auch dargestellt, zunächst zur Ruhe kommen, physisch, dann ungefähr 5 bis 10 Minuten volle Konzentration nur auf die Atmung, dabei Mantra durch den Kopf gehen lassen und dann denke ich, dass Sie nach 10 Minuten so weit sind, dass die zweite Person diese Blutdruckmessung zur Dokumentation der Kurve dann auslösen kann. Und das dauert dann auch noch einmal 10 Minuten, weil jede Minute sozusagen das ausgelöst wird. Und je nachdem der Kurvenform, die dann entsteht über die 10 Minuten der registrierten, zum Beispiel systolischen Blutdruckwerte, wissen Sie, ob Sie das gut genug gekonnt haben, ob das gut trainiert ist. Wenn nicht, dann machen Sie es einfach am nächsten Tag noch einmal oder nach einer größeren Pause und trainieren das sozusagen. Und ich habe ja gesagt, das ist individuell sehr unterschiedlich. Die ältere Dame, die es kürzlich erst kennengelernt hat, die Methode, hat es beim ersten Mal gekonnt mit 80 Jahren. Ich selbst habe 3 Versuche gebraucht, um dann mit drittens sozusagen die entsprechende Kurve mit
deutlich guter Entspannung zu erreichen. Und sie müssen halt sehen, wie sie das schaffen. Übrigens, diese Methode, die ich so dargestellt habe, dass da eine zweite Person dabei steht und die Werte registriert, diesen Prozess können Sie natürlich dann, wenn Sie das ihn beherrschen, können Sie wunderbar überwinden. Sie können auch auf einer Parkbank sitzen, auch ganz allein, und können sich sozusagen in diese emotionale Intelligenz hineinbewegen. Sie können das auch, wenn Sie Beifahrer sind beim Autofahren. Sie können das in der Straßenbahn oder im Bus, können Sie das tun. Das ist alles möglich. Man muss es nicht immer dokumentieren. Wenn Sie es erstmal geschafft haben, das zu beherrschen, dann können Sie diese emotionale Intelligenz auch im täglichen Leben in geeigneten Situationen, die ich eben als Beispiel genannt habe, nutzen und einsetzen zu Ihrem Wohlbefinden. Ja, Marlies schreibt, vielen herzlichen Dank. Ich habe niedrigen Blutdruck schon immer. Ja, dazu möchte ich bemerken, wenn der niedrige Blutdruck zu niedrig ist, können Sie ihn hiermit regulieren. Wenn er normal ist, können Sie sich auch mit dieser Methode beschäftigen, intensiv sie durchführen, immer wieder wiederholen, und dann setzt sozusagen dieser geniale Gedanke ein, dass auch noch andere Erkrankungen beseitigt werden. Andere körperliche Dinge, wie ich aus wissenschaftlichen Arbeiten weiß, zum Beispiel Bronchitis oder Arthrose. Jutta sagt, es wird immer wieder gesagt, dass man nicht mehrfach kurz hintereinander den Blutdruck messen sollte, da es zu fehlerhaften Werten kommen kann. Abquetschen der Blutgefäße selbstverständlich. Laut Hulda Clark sollte die Verwendung einer Oberarmmanschette vermieden werden, weil die Blutdruckgefäße verletzt werden können. Was können Sie dazu sagen? Also wir haben uns sehr, sehr stark in der Klinik mit Blutdruckmessungen beschäftigt, von der physikalischen Seite her. Und ich muss sagen, dass es ganz genau, wenn man das ganz genau einhält, nämlich Armdicke und da die zugehörige Blutdruckmanschette, dann wird nichts abgequetscht und dann wird auch nichts beschädigt. Wenn man das Verhältnis, so wie das quasi die Erfinder der Methode gemacht haben. Wir können es deshalb sagen, weil wir damals sehr intensiv geforscht haben, mit Hilfe von Ultraschall-Dopplergeräten das genauestens erfasst haben. Und dort ist so etwas, wenn Sie die Manschettenbreite auf die Oberarmdicke beziehen, gibt es diese Probleme wirklich nicht. Mit dem kurz hintereinander, da muss ich sagen, das würde ich auch nicht machen, aber hier mit der Minute und auf Minute, und wenn es die richtige Blutdruckmanschette passend zum Oberarmdurchmesser oder Oberarmdicke ist, dann gibt es da nichts zu befürchten. Also wie gesagt, das haben wir sogar wissenschaftlich abgeklärt. Ja, und ich denke, ich hoffe, dass ich die Fragen gut beantworten konnte. Wenn Fragen auftreten im Rahmen des Betrachtens der Aufzeichnung oder auch bei Ihnen im Laufe vielleicht der Nacharbeit oder beim Training selbst, schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich versuche Ihnen zu helfen, denn ich möchte, dass Sie Leben ohne Krankheit genießen. So, vielen, vielen Dank. Ja, Jutta schreibt noch, zu DDR-Zeiten haben wir einmal gelernt, dass der systolische Blutdruck mit 100 bis Lebensalter IO wäre. Heute lachen die Ärzte darüber. Was ist Ihre Meinung dazu? Da habe ich eine ganz klare Meinung. Die systematisch verringerten sogenannten normalen Bluthochdrucke, das ist einfach eine Geldschneiderei. Denn wenn wir mehr Menschen haben, die einen sogenannten hohen Blutdruck haben, dann haben wir auch viele Umsätze von der Pharmaindustrie. Denn unsere Ärzte haben im Gegensatz zu DDR-Zeiten es verlernt, dem Grunde nach zu gehen, warum derjenige Mensch einen Bluthochdruck hat, und auch dem nachzugehen, ist dieser vielleicht nominal erhöhte Blutdruck vielleicht sogar sein Idealblutdruck. Das wird alles nicht mehr untersucht, sondern es wird gleich zu Medikamenten gegriffen, und der hohe Umsatz ergibt sich dann, wenn die Wissenschaftler, und ich muss das einfach mal in Anführungsstrichen schreiben, sogenannten Wissenschaftler erkennen, dass ein noch niedrigerer Blutdruck dann erst einzuhalten ist, und natürlich nur mit Medikamenten. Und da haben wir erst vor kurzem, vor 5, 6 Jahren, eine große Studie erlebt, wo man eben der Meinung ist, es müssen 129 Millimeter Quecksilbersäule systolischer Blutdruck sein oder darunter. Und wenn es darüber ist, sind sofort Medikamente einzusetzen. Das ist für mich ganz klar. Hier kommt es darauf an, herauszubekommen, ob derjenige einen zu hohen Blutdruck hat, individuell. Und dann muss man eben andere Körperfunktionen noch dazu untersuchen. Und letztens auf dem Symposium, was wir im März
in Bad Saarow durchgeführt haben, hat der Vortragende, Dr. Schöneberg, berichtet von einem Freund, der auch Arzt ist, der einen dauerhaften systolischen Bluthochdruck hat, nämlich 200 mm Quecksilbersäule. Und jedes Mal, wenn man medikamentös den Blutdruck abgesenkt hat, ist er in Ohnmacht gefallen. Dann ist ja völlig klar, dass diese 200 mm Quecksilbersäule für ihn der richtige Blutdruck ist. Und so würde ich vorgehen und nicht so pauschal. Weder die systolischer Blutdruck plus 100, also 100 plus Lebensalter, Entschuldigung, das ist auch eine Pauschalisierung. Und verantwortungsvolle Ärzte, die mit denen ich damals zusammenarbeiten konnte, die haben das immer untersucht, woher gibt es eine Aussage, ob dieser Blutdruck für den Menschen normal ist, angenehm, individuell richtig oder nicht. Beziehungsweise, wenn wir herausbekommen, dass der Blutdruck zu hoch ist, wo ist die Ursache? Und darüber habe ich heute eingangs gesprochen. Ja, ich hoffe, Sie hatten eine nicht langweilige Zeit mit mir und ich hoffe, ich konnte Ihnen gute Anregungen geben für die Zeit. Wird noch zugerufen, dass noch eine Frage ist. Wann ist denn der niedrige Blutdruck zu niedrig? Ja, der ist zu niedrig, wenn Sie sich nicht wohlfühlen. Dann ist er zu niedrig. So. Ich denke, damit haben wir zunächst erstmal die jetzt anstehenden Fragen beantwortet. Wenden Sie sich an mich, wenn weitere Fragen auftreten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit Blutdruckentspannungstest gut vorankommen, dass es eine Möglichkeit ist für Sie, eine nutzbare Möglichkeit und eine sehr gute Erfahrung für Sie, Ihre Lebensqualität zu verbessern. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.